Das Thema von heute ist die Gefahr der Dunja, die Gefahr der Dunja. Und am besten kann man diese Gefahr immer darstellen, indem man einfach Verse aus dem Koran vorliest und darüber nachsinnt. Die Dunja ist natürlich das diesseitige Leben. Die Liebe für das diesseitige Leben ist damit gemeint, ja? Allah sagt in Sure 17, Vers 18 und 19: Man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Das heißt, wer immer das schnell Eintreffende, also das Diesseits, Al-Ajilat, wer das will, dem gewähren wir darin, also in Diesseits, schnell, was wir wollen. Das heißt, jemand, der arbeitet nur für die Dunya, Allah wird ihm schnell, damit ist gemeint im Diesseits, weil das ist nicht langfristig gedacht, sondern kurzfristig gedacht, das geben, was er braucht. Das, was er will, wird er, wenn Allah will, er gibt es ihm. Demjenigen, den wir wollen. Hierauf haben wir für ihn die Hölle bestimmt, der ausgesetzt wird, mit Vorwürfen behaftet und verstoßen. Und dann sagt er, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ und wer das Jenseits will, وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا und sich darum bemüht, wie es ihm zusteht, wobei er gläubig ist, denen wird für ihr Bemühen gedankt. Und der Gedanke ist, dass Allah sie dafür ins Paradies eingehen lässt. Und der, der das Jenseits will, kann auch schon im Diesseits belohnt werden. Beziehungsweise, er wird trotzdem irgendwie, selbst wenn er die schlimmsten Umstände hat, wird er irgendwo eine Hoffnung haben, die ihn glücklich macht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Aber jetzt kommen wir kurz zu diesem Vers. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Eigenschaft. Wer die Dunja will, was wird passieren? Vielleicht wird er diese Dunja bekommen und dann wird er in die Hölle gehen. Das heißt, wer nur die Dunja will. Denn es kann nicht hiermit gemeint sein, wer etwas von der Dunya will. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt doch im Koran, dass der lehrt uns eine Dua, die uns auch der Prophet gelehrt hat. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah, gib uns Gutes im Diesseits und Gutes im Jenseits und hüte uns vor der Strafe des Feuers. Das heißt also, man kann auch gerne Gutes im Diesseits haben wollen. Aber hier geht es um den, dessen ganze Nia damit beschäftigt ist, das Diesseits zu haben. Es bringt ihm nichts. Er muss das Jenseits wollen. Und hier kommen wir zu einer ganz, ganz wichtigen Eigenschaft der Gläubigen. Nämlich die Ibadat al-Qalbiya, die gottesdienstlichen Taten mit dem Herzen. Die Gelehrten haben die gottesdienstlichen Taten in verschiedene Kategorien unterteilt. Gottesdienstliche Taten mit der Zunge, wie zum Beispiel Koranrezitation, Tilawat al-Quran. Gottesdienstliche Taten mit dem Körper, wie zum Beispiel Sujud, die Niederwerfung. Gottesdienstliche Taten mit dem Geld, zum Beispiel Zakat abgeben. Und dann gottesdienstliche Taten mit dem Herzen. Aber diese Einteilung ist eigentlich nur dazu da, um es etwas verständlicher zu machen, weil der Prophet a.s. hat es nicht so unterteilt. Denn jede gottesdienstliche Tat muss mit dem Herzen verbunden sein. Wenn du einfach nur Sujud machst, um Sujud zu machen, ohne dankbar dabei zu sein, dann ist das kein Sujud u-Shukr. Weil es gibt zum Beispiel Sujud u-Shukr, Niederwerfung der Dankbarkeit. Wenn du aber Allah dabei gar nicht dankbar bist, ist das keine Ibadah. Du machst vielleicht dieselbe Bewegung, aber diese Ibadah ist leer. Ist nichts
ohne Inhalt. Jemand geht zur Hatsch, umkreist die Kaaba, aber er will das einfach sich mal angeschaut haben. Er hat nichts im Herzen. Und deswegen sagen die Gelehrten, die Ibadat al-Qalbiyya, Ruh al-Tawhid, sind die Seele des Tawhids. Die Taten des Herzens sind die Seele des Tawhids. Was sind die Taten des Herzens? Die Taten des Herzens sind unter anderem die Liebe für Allah, das Vertrauen auf Allah, die Hoffnung auf Allah, die Furcht vor Allah. Und wer nur die Dunya will und gar nicht an das Jenseits denkt, der hat keine Furcht vor Allah. Und es gibt sogar Leute, die haben Furcht vor der diesseitigen Strafe. Die haben aber keine Furcht vor der jenseitigen Strafe. Was ist mit denen? Hierauf haben wir für ihn die Hölle bestimmt. Möge Allah uns recht leiten. Und das zeigt uns, wie wichtig es für uns ist, diesen Fokus nie aus den Augen zu verlieren. Dass es im Endeffekt um das Jenseits geht, das Paradies zu wollen. Und das ist etwas, was in die Psyche eingepflanzt wird, ins Unterbewusstsein. Und deswegen müssen wir uns immer damit beschäftigen, dass es um Paradies geht, dass wir Allah sehen wollen, dass es etwas anderes gibt, was darüber liegt. Und das wird uns Hoffnung geben, das wird uns Stärke geben, das wird uns im Leben stärken, weil wir wissen, egal was passiert, das Eigentliche, wofür wir leben, ist das Jenseits. Und egal welche Probleme wir bekommen, egal welche Schwierigkeiten wir erleben, es geht darum, das Jenseits zu bekommen. Und das ist nicht Al-Ajila. Das schnell Eintreffende. Allah nennt die Dunya hier das schnell Eintreffende. Und das ist auch oft ein Grund, warum viele Menschen sich gerne mit der Dunya nur beschäftigen, sondern das ist schnell eintreffend. Ich habe beispielsweise gesehen, in der Dauer die Erfahrung gemacht, wenn man Leuten sagt, wenn du Zina machst, dann kann es sein, dass du in die Hölle gehst. Sie glauben das, aber es ist für sie weit weg. Wenn du ihnen aber sagst, wenn du Zina machst, in den meisten Fällen ist es so, Allah kann dich um diesseits bestrafen. Vielleicht wirst du eine Frau bekommen, die Zina macht, die dich betrügt. Auf einmal ist er schockiert, weil das ist nah. Und das ist auch etwas, da kommen immer Leute und labern uns zu und gehen uns manchmal auf die Nerven. Ja, zum Beispiel, wir berichten über irgendetwas, was in Deutschland passiert ist, weil wir konzentrieren uns hauptsächlich um das, was vor unserer Haustür liegt. Weil das naheliegend ist und wenn wir den Dreck vor unserer Haustür nicht wegräumen können, können wir auch den Dreck vor anderen Leuten ihren Haustüren nicht wegräumen. Ja? Ja, und was ist mit dem Land so und so und was ist da und da und warum erzählt ihr nicht darüber? Und die wollen damit sagen, ach ja, euch sind die Menschen ganz egal, ihr seid Munafikun, geisteskrank ist das. Aber es ist ganz normal, dass man sich eher mit dem beschäftigt, was naheliegt. Aber jetzt könnte jemand sagen, ja okay, dann haben wir eine Ausrede, diesseits ist näher. Deswegen müssen wir uns immer mit dem Koran beschäftigen. Wenn du dich jeden Tag mit dem Koran beschäftigst, lies jeden Tag nur ein paar Seiten mit deiner Familie, dann wird es allgegenwärtig. Das ist etwas, womit du dein Unterbewusstsein programmierst. Wenn das Unterbewusstsein programmiert ist, machst du Sachen automatisch, ohne drüber nachzudenken. Deswegen liest man täglich den Koran. Deswegen liest man den Koran im Gebet. Beispielsweise, wenn du die Zähne, du kannst Zähne putzen und gleichzeitig Fernsehen gucken. Du brauchst beim Zähneputzen keine Konzentration dafür, weil das ist so oft gemacht. Das ist schon in deinem Unterbewusstsein drin, diese Bewegung. Als Beispiel. Und deswegen, wir müssen uns programmieren. Mit dem Koran programmieren auf das Jenseits. Das ist das Geheimnis dahinter. Dann, wer das Jenseits will und sich darum bemüht. Hier ist das Interessante. Davor hat Allah nicht erwähnt, wenn er das Diesseits will. Kann sein, er kriegt das Diesseits auch aus Glück. Kann sein, er spielt im Lotto mit. Der hat sich nicht großartig angestrengt, der kriegt 3 Millionen. Oder hat irgendeinen Glücksfall, aus irgendeinem Glücksfall wird er reich.
Aber hier, beim Jenseits, betont Allah, und wer sich darum bemüht, aber nicht nur sich darum bemüht, sondern sich darum bemüht, wie es ihm zusteht. Wie steht es ihm zu? Nach Koran und Sunna. Du kannst nicht einfach sagen, ich diene Gott, wie ich will. Ich diene Allah, wie ich Lust habe. Du musst Allah so dienen, wie Allah es vorgeschrieben hat. Nach dem Manhaj des Propheten, a.s.w. Und dann die nächste Bedingung ist, wobei er gläubig ist. Es könnte zum Beispiel sein, jemand will gerne ins Jenseits. Und er sieht das Gebet der Muslime und sagt, auch, das ist eine gute Art, sieht schön aus. Und er betet so. Ich beispielsweise, bevor ich den Islam angenommen habe, ich hatte Zweifel und habe gebetet. Aber ich hatte noch Zweifel gehabt an einigen Dingen. Aber ich habe gedacht, ich glaube an Gott, okay. Aber, und das Gebet, wie die Muslime es machen, das erscheint mir wirklich logisch, dass es eine Methode ist, sich Allah zu nähern. Ich finde das gut und habe ich so angefangen zu beten. Aber ich war noch nicht gläubig. Das ist die nächste Bedingung. Du musst gläubig sein. Was ist mit denen, die also das Jenseits wollen, dafür anstrengen, gläubig sind? فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Deren Bemühen wird gedankt. Das heißt, die werden das bekommen, was sie wollen. Die werden Lohn dafür bekommen. Jetzt zähle ich danach noch die Verse auf Deutsch auf. Sie alle, diese und jene, also die das Diesseits wollen, die das Jenseits wollen, ja, unterstützen wir mit etwas von der Gabe deines Herrn. Und die Gabe deines Herrn wird nicht verwehrt. Schau, wie wir die einen von ihnen vor den anderen auszeichnen. Die einen von ihnen zeichnen vor den anderen aus. Aber das Jenseits ist wahrlich größer an Rangstufen und größer an Auszeichnungen. Was gibt uns dieser Vers mit? Dieser Vers gibt dir Hoffnung. Das heißt, selbst wenn ich im Diesseits ein unbedeutender Mensch bin, weil ich beispielsweise in einem Teil der Welt aufgewachsen bin, wo es nur Dürre gibt, wo mich keiner kennt, du giltst als eine Person, die nichts ist. Wenn du Allah hast, worum geht's? Wenn du an Allah glaubst, worum geht's? Es geht um das Jenseits. Und was ist im Jenseits? Die Auszeichnungen sind viel größer. Wenn du jetzt ein Bettler bist, ein Armer bist, ein Obdachloser bist, ein Nomade bist, der noch nicht mal vernünftiges, sauberes Wasser ausreichend hat zum Trinken, und du vergleichst ihn mit dem reichsten Mensch der Welt, so wisse, hier. Aber das Jenseits ist wahrlich größer an Rangstufen und größer an Auszeichnungen. Alhamdulillah, das muss dir Hoffnung geben. Das sind die Verse, die Hoffnung geben. Wie kommen wir jetzt dahin? Ich will es nochmal wiederholen, dass wir an dem Jenseits festhalten und uns damit programmieren. Jeden Tag etwas vom Koran lesen, jeden Tag etwas von der Sunna lesen, gemeinsam mit der Familie. Und inshallah werden wir gute Gläubige. Möge Allah uns zu guten Gläubigen machen.